Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abendessen. Heute mit Toja und mir, den ultimativen Milfs, wie du schon auf Instagram angekündigt hast. Ja, Mann. Du hast ja deine Kette sogar an. Ja, natürlich. Represent. Geil. Ich meine auch. Eine Werbesendung. Oh Mann, ich fühle mich richtig connected gerade. Geil. Aber noch bist du ja keine offiziell, ne? Du bist ja quasi nicht Mom-to-be, sondern Milf-to-be. Ja, yeah, true. Ich weiß nicht, ab wann man sich dann Mutter nennen darf. Erst wenn das Kind draußen ist, oder was? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja, vielleicht, wenn das Kind draußen ist. Ja, vielleicht. Naja, wir werden es rausfinden. Sehr gut. Magst du dich kurz vorstellen, was du machst, wer du bist? Ich bin die Toja und ich bin besser bekannt wohl als Toja Girl. Und das ist übrigens mein Instagram-Name. Ach ja, wie soll ich mich vorstellen? Ich habe gerade ein Glas Sekt getrunken und ich bin total besoffen, glaube ich. Naja, es ist ja auch schon nach 18 Uhr. Nein, ich muss dazu sagen, ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol. Also zero, zero, zero. Und ja, ich auch nicht. Also wirklich eigentlich überhaupt nicht. Und das letzte Mal habe ich, weiß ich, wie lange schon keinen Alkohol mehr getrunken. Ich stille ja auch noch. Man darf aber, also theoretisch darf man mal ein Glas Sekt trinken oder ein Glas Bier oder so. Aber ich trinke halt einfach keinen Alkohol. Und jetzt habe ich, also seit 2 Jahren oder so, oder seit einem Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Glas Sekt getrunken, bin total wie, als glaube ich, wenn eine 12-Jährige das erste Mal an einem Bier nippt. Ich bin total auch verwirrt, weil ich gar nicht wusste, wie ein Glas wirken kann. Ist gut? Fühlt sich gut? Nee, irgendwie. Nee, ist scheiße, ne? Nee, also manche Leute spüren ja nichts nach einem Glas, aber ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwie eine ganze. Ja, ist ja auch egal. Ja, ist schön, bei dir zu sein. Ich habe mir Abendessen vorbereitet und zwar eine Schale Chips und Salzstangen. Ich bin Mutter. Geil. Ich habe mir extra noch einen Cappuccino gemacht. Der ist aber auch ein bisschen hässlich geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, ich habe aufgeschäumter Milch. Noch Süßigkeiten. Die Zungen. Nee, das sind die Spinnenbeine jetzt, aber die Zungen sind auch geil, die Drachenzungen. Oh geil, Hitchler ist auch ganz, ganz oben in meiner... Ja, und die haben richtig geile Sachen, ne? Ja, auch diese kleinen, sauren, grünen Apfeldinger, richtig geil. Sehr gut. Wir beide wollten uns ja auch über das Thema Trash-TV, glaube ich, ein bisschen unterhalten, nicht? Mirella, ich bin Pro, ich hoffe, das weißt du. Ja, ich auch. Ich krieg, weißt du, was meine meistgeschriebene Nachricht im Moment ist? Hast du schon Finger weg oder Too Hot to Handle auf Netflix geguckt? Das muss ich unbedingt angucken. Und ich denke mir nur, Leute, ich habe schon längst geguckt. Excuse me, wer denkt ihr, mit wem ihr es zu tun habt? Hast du schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Und ich muss eingestehen, ich bin deutsche Trash Queen. Okay. Also, und zwar nicht, weil ich irgendwie keinen Bock auf Amerikaner habe oder andere Nationalitäten, sondern weil mir die Art und Weise von amerikanischen Trash-TV manchmal zu over the top ist. Yeah. Ich finde, das ist manchmal zu krass gescriptet oder Es ist schon voll unterschiedlich, ne? Ja. Die Herangehensweise vom deutschen Trash-TV ist einfach ganz anders. Und mir gefällt das besser. Also gerade bin ich total verliebt in Are You The One? Ah ja. Boah, das ist richtig geil. Das ist auf RTL, glaube ich, ne? Oder von Now oder so. Geil. Genau. Ich habe auch angefangen. Ich glaube, 2 Folgen sind draußen, oder bis jetzt? Genau, 2 Folgen sind draußen auf TV Now. Am Dienstag kommt offiziell im Fernsehen erst die 2. Folge. Und glaube, ich hätte es nicht angeguckt, wenn nicht Jan Köppen, Freund von mir, Moderator der Sendung wäre. Und ohne Scheiß, das ist einfach so geil, das Konzept, also du hast es auch gesehen. Ja. Okay, Konzept für alle, die es nicht kennen, es gibt 10 Frauen, 10 Männer und die werden zusammen, wie es oft der Fall ist, einfach in irgendeine fucking Luxusvilla reingestopft und es gibt ein Expertenteam, das man aber nie sieht, die quasi im Vornherein festgelegt haben, dass es sogenannte Matches gibt. Das heißt, alle Personen haben ihr perfektes Match innerhalb des Hauses schon. Eine Person. Perfekt passt. Und die wissen aber ja nicht, wer von den anderen jetzt dieses Match ist und müssen das selber herausfinden mit irgendwelchen Kack-Challenges und so. Aber es ist mega geil. Ich finde es auch richtig gut, weil ich finde, es ist voll die Mischung aus irgendwie Trash, aber es ist voll hochwertig gemacht. Also es erinnert so ein bisschen an Bachelor, so vom Look her, finde ich. Also es hat so voll die schönen Shots und es ist so voll
ästhetisch teilweise auch. Und dann hast du aber diese Leute, die dann so Scheiße von sich geben und alles wieder so zerstören irgendwie. Das ist eine richtige Hardcore-Dullis. Das ist eine richtige Hardcore-Dullis drin. Alleine in der letzten, ach nee, das darf ich jetzt nicht spoilern, das ist in der zweiten Folge gewesen. Also für alle, die Bock darauf haben, die ersten zwei Folgen sind auf TV Now schon online. Ich natürlich als alter Pro habe einen Premium-Account. Ja, same. Das ist echt eine der besten Investitionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinen TV Now-Zugang deutlich häufiger verwende als zum Beispiel Disney Plus. Da habe ich mich so drauf gefreut und ich gucke da gar nicht so viel. Ich bin echt so ein Trash. Ja, das kommt auch so. Also bei uns zu Hause ist mittlerweile schon manchmal so ein bisschen Krieg, weil ich gucke halt jeden Abend, was kommt im Fernsehen. Und mein Freund sagt halt schon immer so, wo können wir nicht einfach mal hochwertige Sachen im Fernsehen anschauen, weil ich will immer nur Fernsehen schauen. Weil Fernsehen wird einfach nicht berechnen lassen. Richtig, richtig. Ja. Weil Fernsehen bedeutet für mich einfach Trash. Ja. Und sonst gucke ich noch, ich bin riesengroßer Goodbye Deutschland-Fan. Ich kenne jede Familie da. Jede. Okay, das ist ja zum Beispiel nichts, was ich mir jetzt in der Mediathek angucken würde. Aber halt so abends, wenn man irgendwie durch so seppt, dann ja. Da bleibe ich auch. Ey, das ist so geil. Weil, also manchmal kann ich halt nicht glauben, wie sie diese Leute finden. Oder ob diese Leute extra auswandern, um zu Goodbye Deutschland zu kommen. Weil da sind dann Leute dabei, wie zum Beispiel, ja, also wir wandern jetzt aus nach Israel. Ich war in Israel. Ja, dann kommst du aus dem Off, sagt die Kamerafrau. Ja, wusstest du, dass in Israel, also dass es dann einen Nahostkonflikt und so gibt? Nö, weiß ich nicht, was das ist. Das möchte ich auch nicht, weil Politik interessiert mich auch nicht. Weißt du, ziehen aber dann quasi ziehen dann irgendwie, keine Ahnung, in den in kolumbianische Großstadt. Und wollen dann da kolumbianische exquisiten Delikatessen herstellen, waren aber selber noch nie in Kolumbien und kennen kein kolumbianisches Essen. Also das ist einmal mega geil. Ja, bin ich voll süchtig nach. Wie findet man solche Leute? Hast du eine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, wie geht man? Ich frage mich auch, wie die ganzen Kandidaten von zum Beispiel jetzt dieses, worüber wir gerade geredet, wie heißt das nochmal? Are you the one? Ja, wie findet man die Leute? Weil ich habe jetzt auch eine Sache, übrigens eine Theorie, weil ich gucke ja dann immer in der Beschreibung, also da steht ja immer der Name, Alter und der Beruf, ne, von den Leuten, was sie so machen. Und ich war voll überrascht, dass normalerweise, zum Beispiel bei Love Island oder so, steht immer so Barkeeper, Go-Go-Dancer, also so Leute, die halt im Nachtleben unterwegs sind. Und dann weiß ich, okay, die haben die halt da gefunden. Die sind durch Clubs gegangen und haben geguckt, so, wen können wir für die Sendung nehmen. Aber bei Are You The One ist es so, irgendwie, keine Ahnung, ITler, Ingenieur, alles mögliche, Friseurin, also wirklich ganz durchweg verschiedene Jobs. Aber dann, da gibt es einen Influencer, den kenne ich schon von einer anderen Sendung, der hat nämlich auch mal ganz schlecht über mich dann geredet. Den Personality Coach? Nee, nicht der. Aber bei dem steht nämlich, dass er irgendwie Bau irgendwas ist. Und ich war so, das sind alles InfluencerInnen, die aber irgendwann mal einen anderen Job gemacht haben und jetzt so tun, das sind unsere normalen Jobs. Mhm. Aber eigentlich sind es, glaube ich, alles nur Leute, die InfluencerInnen werden wollen und berühmt mit Social Media werden wollen. Das ist meine Theorie. Und die tun aber so auf hochwertig. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast recht. Aber ich glaube, dass das einfach jetzt gerade in wirklich jeder Trash-TV-Sendung so ist. Selbst Germany's Next Topmodel. Ey, ganz ehrlich, die wollen keine Models werden, die wollen einfach nur Follower. Die wollen Follower haben. Ich habe letztes Mal reingeguckt und da ging es echt darum, dass die eine Insta-Story quasi machen mussten, wie sie dieses Haarprodukt ihren Followerinnen verkaufen würden. Ja, ja. Und es war so krass unangenehm. Ja. Das war einfach, also das Germany's Next Influencerin einfach. Eigentlich müsste es so heißen. Und ich glaube ja auch ein bisschen, dass bei diesen Trash-TV-Sendungen, die kommen meiner Meinung nach, also zu 90% alles NRW. Und irgendwie kennen die sich auch immer alle so ein bisschen. Ja, die sind dann einmal so, ey, was machst du denn hier? Ja, und irgendwie, ich meine, die haben ja auch dann immer, die sehen ja auch alle gleich aus. Also wenn du dir die Typen anschaust, die haben ja dann immer so ganz kurze, enge Leggings-Hosen mit Applikationen an und so ganz lange T-Shirts mit großem Ausschnitt. Alle sind super durchtrainiert. Haben random Tattoos, einfach so vom Computer einmal ausgedruckt. Ein Volltätowierter ist auch immer dabei, der dann ganz anders ist. Richtig, der ist dann total auch so crazy und geheimnisvoll. Und diese Tattoos, die sind aber, wenn du einfach bei Google Tattoo eingibst, dann kannst du das einfach alles ausdrucken, was dann kommt, und das tätowieren die sich dann.
Ist auch nicht Design, es ist ausgedruckt. Die Schrift ist einfach ausgedruckt drauf. Ja, aber die haben aber trotzdem eine Geschichte auch zu jedem Tattoo. Total, und das erzählen die auch gerne, weil da war ich letztens in Kambodscha und da habe ich mir das dann stechen lassen und das bedeutet einfach Freiheit. Jetzt muss ich doch spoilern, weil in der zweiten Folge von Are You The One sieht man bei einem Typen, der eben viel tätowiert ist von Are You The One, der hatte einfach hier auf dem Arm tätowiert Hashtag Motivation. Oh, wow. Ich liebe ja immer La Familia hier. Das ist irgendwie auch so ein... Ja, oder hier. Hier so. Ja. Ja. Und am besten noch das Gesicht von irgendeinem Familienmitglied dann direkt auf der Brust oder so. Ja, das stellt mir auch. Das Gesicht kann aber die Tochter, die Oma und der Onkel gleichzeitig sein. Gleichzeitig. Das ist so ein zusammengefasstes Familienface-Tattoo. Das sind einfach alle. Die sind zusammengemorpht. Ja, voll praktisch. Ja. Kann man sich immer aussuchen, was gerade zum Ding passt. Mit Chips essen ist so ziemlich das Geilste, was man machen kann. Bei einem Live-Podcast. Mhm. Sind ja eigentlich Kommentare oder so? Ja, auf YouTube sind Kommentare. Ich kann mal gucken. Ach, kann man das sehen? Die Leute können kommentieren. Ja, auf welches Trash-Format hättet ihr persönlich Bock oder habt ihr eine Idee für ein eigenes Format? Hast du da irgendwas? Oh, also ich habe mich mit Thilo Mischke da vor 2 Wochen ganz lange drüber unterhalten, weil er zu mir gesagt hat, ey, du würdest auch in den Dschungel gehen. Und das Ding ist, ich liebe ja diese ganzen Dschungel, die ganzen Trash-Formate so krass, ne? Das Problem ist aber, also ich würde da gerne hingehen, um das live mitzuerleben, um noch mehr Content konsumieren zu können. Weil yeah. Bekomme ich ja nur die geschnittenen Versionen mit. Wenn ich aber live vor Ort wäre, es wäre eine ganz egoistische Nummer, dann könnte ich ja quasi alles konsumieren und alles sehen. Aber ich sag dir, ich würde spätestens nach 24 Stunden würde ich einfach so, ich würde einfach so einen Schlaganfall bekommen oder sowas. Ich könnte das nicht ertragen. Was ich glaube, ich würde einen emotionalen Zusammenbruch irgendwie bekommen. Also ich glaube, mir wäre das wirklich zu krass. Also wäre es zu viel. Glaube ich auch. Also ich bin ganz großer Promis unter Palmen-Fan auch zum Beispiel. Ja. Yeah. Und da muss ich sagen, ey, das ist halt so krass, Alter, da gerade mit diesen Mascarpone-Menschen, diesen Manchapane, was ist ich. Und Ronald Schill. Wer zur Hölle lädt in Deutschland jetzt Ronald Schill ein, so, weißt du? Mir war das so unangenehm, wie er die angegrabscht hat. Ich konnte das nicht ansehen. Und dann wird es auch noch. Das war so krass. Und warum hat sie denn nicht gesagt, jetzt ist er mal gut? Ja, sie sagte, oh, die Monika ist heute geschlossen. Aber weißt du, das Ding ist, selbst das ist ja eigentlich so, hör auf. Aber vielleicht hat sie es nicht so getraut, so zu sagen, so jetzt verpiss dich mal oder so. Mir war das so krass unangenehm. Ich wäre am liebsten so dazwischen gegangen. Halt, stopp. Ja, aber das ist halt nicht passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da live vor Ort gewesen, ich hätte mindestens 2 Leute abgestochen. Also 100%. Also Claudia Obert und ich wären sowieso die ganze Zeit besoffen gewesen. Hätte ich eine Ausnahme gemacht, ich hätte da original richtig harte Saufen angefangen. Hätte mindestens 2 von den anderen abstechen müssen. Und die wären dann im Pool dann irgendwann gelandet. Auf jeden Fall. Ja, ich fand es auch. Also ich muss sagen, ich fand Promis unter Palmen hat sehr stark angefangen und mittlerweile, also ich reg mich auch echt viel drüber auf, muss ich sagen, weil okay. Echt teilweise, ja, also ich fand das mit diesem Ronald, wie auch immer, ich finde den einfach echt, ich kann den fast nicht ertragen. Also ich finde ihn so krass daneben. Es ist halt ein überkrasser Sexist und das ist so ein richtiger Ekel einfach. Ekel und politisch auch sicherlich absolutes mega Arschloch. Ich finde einfach so, jemand gibt man eigentlich keine Plattform und das ärgert mich eigentlich so, weil er wird natürlich auf einer, kein Mensch ist ja zu 100% immer scheiße. Natürlich ist auch Ronald Schill mal cool, so, oder der springt ja dann auch dieser Claudia Obert zur Seite und so, was ich dann auch super finde, das macht, erinnert aber nichts an der Tatsache, dass er eigentlich ein Typ ist, der die AfD hätte erfinden können, weißt du? Also das ist einfach, so jemanden lädt man nicht ein auf Sat.1 zu Primetime, der dann die ganze Zeit da irgendwie drüber redet, welche Frauen er alle gefickt hat, so. Das macht man nicht. Naja, soll ich sagen. Aber was wäre jetzt dein Trash-TV-Format? Promis unter Palmen. Also Management würde mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auf sowas Bock. Also Promis unter Palmen, ja. Also Dschungelcamp, keine Chance.
Das geht, das ertrage ich nicht. Aber ich müsste den Cast halt vorher sehen. Also ich würde niemals beim Trash-TV-Format mitmachen, wenn ich den Cast vorher nicht sehen kann. Ja, das verstehe ich. Ich, soll ich gerade sagen, Dschungel finde ich auch so witzig, weil ich muss mir letztens, also habe ich so einen Hate-Kommentar bekommen, der ging so nach dem Motto, ah ja, du willst ja eh nur irgendwann das auch mal in den Dschungel oder so. Und das ist für viele Leute, habe ich das Gefühl, ist so der Dschungel so das Nonplusultra. Und in meiner Blase, in meiner Welt ist es halt überhaupt nicht. Also ich finde, wenn ich in den Dschungel gehe, dann heißt es, dass meine Karriere jetzt vorbei ist. Runtergeht. Ja. Und ich nehme das noch mit. Aber danach wird wahrscheinlich, also ich meine, für manche, es gibt ja ganz wenige, für die war vielleicht der Dschungel auch der Anfang. Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich die meisten sind doch irgendwelche Dullis, die kein Mensch kennt und die irgendwie jetzt noch ein bisschen Cash mitnehmen. Und also ich empfinde das gar nicht. Nee. Auch nicht, wenn, auch nicht für eine 500.000. Nee. 500.000 Euro. Nee, würde ich nicht machen. Echt, für 500.000 Euro. Ich will das machen, für 500.000 Euro. Wie lange geht das nochmal? Ja, ey, weißt du, das ist halt auch das Problem, ne? Ey, du bist da 14, im schlimmsten Fall bist du da 14 Tage mit den und mit den Tieren und so, das könnte ich nicht. Ich will nicht so eine Scheiße fressen und so, das finde ich echt, also das, ich gucke auf den Dschungel nicht, deswegen glaube ich, würde ich da erst recht nicht hingehen, weil es mich auch nicht so entertaint und dann muss ich auch nicht echt? Da sein. Oh, ja, ich bin entertaint ist hart. Nee, aber leider. Letzte Folge nicht. Leider hat mich das nie gecatcht, ich weiß es nicht. Was? Also ich meine, ich fand das letzte, ist es dieses Jahr? Ja. Also dieses Jahr fand ich auch richtig krass langweilig und nervig gleichzeitig. Das war so wirklich so eine Mischung aus super langweilig und super nervig. So, das war einfach, aber ich glaube, das lag hauptsächlich an dieser Dani Büchner. Ich habe das gar nicht alles mitbekommen. Ganz komischer Cast. Ich verstehe das auch nicht. Es gibt so krass geile Prominente in Deutschland. Ja. Oder von mir aus. Die wollen halt vielleicht nicht in den Dschungel. Das ist das Problem, ja. Nee, Dschungel, nee. Also für eine 500.000, muss ich ganz ehrlich sagen, da zucke ich schon dreimal mit der Wimper. Also eine 500.000. Warum nicht? Ja, ist schon viel Geld, ne? Also eine 500.000. Nee, aber ich würde es, also Dschungel unversteuert, nicht. Unversteuert. Eine 500.000 unversteuert. Doch, bin ich. Und? Mach ich. 500.000 okay, unversteuert. Also Anfragen, wie kommen wir jetzt rein? Mach ich, ja. Und dich aber was, rein. Was ich, nee. Was ich geil fand, also weil ja auch gefragt wurde, was für ein Trash-TV-Format wir vielleicht machen würden. Und ich finde an bei dieser Netflix, dieses Too Hot to Handle, ne? Okay, ich kenne das nicht. Was ja, ist das? Das ist eigentlich so genial. Und die Idee, also so genial ist es auch nicht, aber schon ein bisschen genial. Es ist immer noch Trash-TV. Aber also da geht es darum, dass die so, ich glaube, 10 Frauen und 10 Männer oder weniger, weiß ich nicht, auch wieder in so eine Villa packen. Immer diese Villa. Immer diese Villa, richtig. Aber das sind halt so richtig. So Leute, die halt so sagen, ja, ich bumse auf jeden Fall vor der Kamera und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wer und, macht das denn? Und dann ist aber der Twist, dass sie das nicht dürfen.
Der zieht das bis zum Ende durch. Der Kelvin. Kelvin, das ist auch so ein Influencer, oder? Stimmt. Der hat jetzt einen eigenen Song rausgebracht. Der ist ganz, ganz fürchterlich. Wirklich? Und was das ist wirklich einer der schlimmsten Songs. Wie ist das? Irgendwas mit Versuchung, glaube ich auch, oder so. Und da sind auch Leute, die mit ihm halt auf Temptation Island waren, im Musikvideo drin und tanzen dann so. Und die eine singt auch so ganz schief. Das kann ich gar nicht glauben. In Zeiten von Autotune, wie kann man denn dann noch schief singen? Also da mache ich doch so den Hebel irgendwas und dann... Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass die vorher dann wirklich zusammen waren, oder? Die Pärchen. Glaube ich. Der war doch mit der nicht zusammen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Die war aber richtig traurig. Klar. Ja. Sie kann so gut, ich traue denen nicht zu, dass sie so gut schauspielern können. Das glaube ich nicht. Ja, das ist auch immer das Ding, weil mein Freund sagt auch immer so, ich tue das. Es kann nicht sein, dass wir das jetzt hier gerade, dass das echt ist. Aber dann sage ich auch immer, Steven, den traut man doch keine Oscar-reife Leistung. Nee, also ich will denen jetzt nicht irgendwie die Gehirnzellen absprechen oder so, ne? Aber also ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, solche schauspielerischen Fähigkeiten an den Tag zu legen. Das ist schon ein großes Kino. Also ich, ja, da muss man schon sehr gut sein. Hm. Also ich, könntest du, sag mal Dschungel, ne? Gehen wir davon aus, du bist es im Dschungel. Weil man sagt dann immer so, hey, krass, wie die aus der Rolle fallen, ne? Aber ich bin ja zum Beispiel auch der Meinung, ich bin eigentlich eine sehr gute Schauspielerin und ich kann mir schon gut meine Maske wahren. Aber wenn ich irgendwie nach dem dritten Tag nichts zu essen kriege und dauernd irgendwelche Scheiße fressen muss und aufs vollgeschissene Klo von Kelvin gehen muss, ey, dann kann ich mich aber auch nicht mehr beherrschen, du. Aber was wäre denn deine Rolle im Dschungel? Die super sexy, super intelligente Außenseiterin. Die Milch. Keine Ahnung, ey. Ich glaube, dass, was wäre meine Rolle? Also entweder ich säße den ganzen Tag fassungslos auf meiner Liege. Ich fände es gut, wenn du so Kommentatorin einfach wärst. Das wäre vielleicht eine gute Rolle. Ich glaube, das Ganze nüchtern, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, beim Dschungel ist halt echt schlimm, da kriegst du doch teilweise dann wenig zu essen. Ne? Dann bist du so hangry. Genau, jetzt bin ich zu essen und das Gemeine ist ja auch noch, dass es jeden Tag so eine Challenge gibt und die Person, die Challenge machen muss, bringt die Sterne nach Hause. Und wenn die Person weniger Sterne erspielt, kann die auch weniger Essen mit nach Hause bringen. Das heißt, die Leute sind nicht nur hangry, sondern hassen dann auch die Person, weil die zu wenig Sterne mit nach Hause gebracht hat und dann kriegen die noch weniger zu essen. Und ich glaube, dass ich sehr viel ertragen kann. Aber wenn ich zu wenig zu essen bekomme, ja, macht es sich wirklich richtig aus. Ja. Hey, aber mal ein ganz anderes Thema. Wie fühlst du dich? Apropos Essen. Apropos Essen. Ich kann dir sagen, als ich hochschwanger war, da gab es in meinem Leben nur noch wenige Dinge, aber eins davon war auf jeden Fall Essen. Ich bin heute um 3:30 aufgewacht und habe was gegessen. Weil ich so Hunger hatte. Ich war so hellwach plötzlich. Nachts. Ach krass. Nachts um 3:30, ja, 3:30 Uhr war ich so, ich muss was essen. Und ich hatte noch ein Bananenbrot, weil wir backen alle Bananenbrot in Corona-Zeiten. Hatte ich noch übrig und dann habe ich mir noch einen Tee gemacht und habe was gelesen und habe gegessen. Weil ich war einfach plötzlich komplett hellwach und dann bin ich eine Stunde später wieder ins Bett gegangen. Also das sagt man ja so, dass umso weiter man in der Schwangerschaft dann irgendwie drin ist, dass man dann auch nachts nicht mehr so gut schlafen kann und der Körper sich irgendwie auch schon darauf, auf diesen Schlafentzug vorbereitet. Und das war heute die erste Nacht so, dass ich da, also eigentlich kann ich immer voll gut durchschlafen und so. Aber vielleicht geht es jetzt los, dass ich nachts immer was essen muss oder so, keine Ahnung. Weil was mein Wehwehchen jetzt gerade ist, nicht Wehwehchen, ist schon nervig, dass ich nicht so spät essen kann, weil ich dann voll Sodbrennen bekomme. Ah, ja, dieses Sodbrennen. Ich hatte das zum Glück nicht so. Ich hatte alles mögliche andere, aber Sodbrennen, aber es ist ganz schlimm. Ich habe das nur, wenn ich echt zu spät esse und mich dann hinlege, dann merke ich so, das ist halt irgendwie noch zu weit oben, das Essen. Und das ist echt sau eklig. Und dann, aber dann, weißt du, dann wäre ich hungrig nachts, weil dann kann ich ja nicht so spät essen und es ist. Und ich kann keine Chips essen, deswegen bin ich sehr neidisch, dass du Chips hast. Ach krass, ja, ey, ich feel you. Krass.
Was sehr lustig, du bist Veganer, Veganerin, ja, ne? Veganerin, sag, yes. Veganerin, das klingt so irgendwie so, als wäre es eine Krankheit. Ja, ja. Also ich finde, ja. Ich bin keine Diabetikerin, aber Veganerin. Meine Oma würde sagen, aber Hühnchen isst du schon, ne? Ja, genau. Nee, Scheiberle, ist kein richtiges Tier nicht. Genau, du ernährst dich ja vegan. Lustigerweise, als ich schwanger war, also ich esse eigentlich Fleisch, aber sehr, sehr wenig und auch nur sehr ausgewählt. Aber in meiner Schwangerschaft konnte ich kein Fleisch essen. Crazy. Ja. Einfach, weil es dir nicht mehr geschmeckt hat? Du kannst das ist mega eklig. Eklig? Fand ich richtig ekelhaft. Also den Gedanken, so. Ja, den Gedanken, Tier zu essen, finde ich richtig abartig. Konnte ich nicht. Aber nur während der Schwangerschaft? Ich muss zugeben, dass ich vorher schon so ein bisschen, also ich bin jetzt keine leidenschaftlichere Fleischesserin oder so, ne? Das bin ich nicht. Aber irgendwie hat sich das davor schon so angebahnt, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und irgendwie hat in meiner Schwangerschaft irgendein Hebel umgeschaltet, der gesagt hat, so ekelhaft. Und ich konnte es auch nicht riechen oder so. Es ging gar nicht. Ja, ganz schlimm war so alles, was so Wurst war oder Schlimmste war, wenn ich ein Stück Fleisch gesehen habe, hätte es mir auch einen halbtoten Menschen hinlegen können. Das wäre genauso gleiche gewesen. Ja, krass. Also ich muss sagen, bei mir sind aber sonst mit Gelüsten echt, also ich habe jetzt so ein Schwangerschaftstagebuch und da kann ich immer reinschreiben, wie ich mich fühle und so. Ja, toll! Ja, und da steht auch jede Woche so, darauf habe ich besonders Lust. Und jedes Mal denke ich mir so, keine Ahnung, heute habe ich auf das Lust, morgen habe ich was anderes Lust. Also ich habe nicht so dieses, was ja viele sagen, so, dass sie dann irgendwas ganz Bestimmtes oder so, oder auch ganz crazy Sachen miteinander mischen und so. Keine Ahnung, habe ich nicht. Nee, hatte ich auch nicht. Ich glaube, das ist sowas, was die in Filmen nur haben. Ja, ich glaube, am Anfang habe ich mir das dann so eingebildet, aber das war dann quasi so 2 Tage nach dem Schwangerschaftstest, da bildet man sich ja dann auch alles Mögliche ein, man hat einen Bauch oder Gelüste oder... Ich bin, glaube ich, was. Oh mein Gott, da war was. Das war ja dann so ein bisschen durch den Wind, aber ich hatte eigentlich sowas auch nicht. Aber ich habe eine Schwangerschaftsdiabetes gehabt, also ich durfte auch gar nicht so wild durcheinander essen. Ach krass. Ist nervig. Wie die beiden vom Mama Lauda Podcast hatten doch auch. Ja, ich sag euch, wir haben uns gegenseitig alle angesteckt. Das ist richtig krass. Wir sind ja beide Freundinnen von mir und wir hatten alle 3 eine Schwangerschaftsdiabetes. Hä, wie viel Prozent von Schwangeren kriegt das denn? Sind es so viele? Nee. Habe ich leider vergessen, wie viel Prozent das sind. Man muss aber auch sagen, dass die haben diese Zahl nach oben gesetzt, ab wann eine Schwangerschaftsdiabetes ist. Also wenn du am Anfang dieser Zahl bist, dann hätte man vor 5 Jahren noch gesagt, es ist gar nichts. Also, aber es ist sehr sensibel, weil einfach ein hoher Blutzucker halt auch tatsächlich negative Auswirkungen haben kann. Und deswegen ist man da, glaube ich, so vorsichtig geworden. Und bei mir war es einfach so, dass ich wirklich, ich habe halt auch nur Scheiße gegessen. Also ich habe jeden Tag um so zwischen 10.30 Uhr morgens und 11.30 Uhr musste ich mein erstes Magnum Mandel essen. direkt nach dem Frühstück musste ich das essen. Nein. Ja, das ist ja geil. Zucker. Also Zucker war für mich wahnsinnig wichtig. Und, und dann wird dein Kind wird ja auch riesengroß dann, ne? Das darf man nicht vergessen, wenn er Schwangerschaftsdiabetes. Ja. Hast du da ein riesengroßes Kind bekommen? Nein. Doch. Also es war schon größer. Also wenn du dann zum Arzt gehst, dann misst er das ja dann immer so aus und so. Ja. Ich war dann schon, ich glaube, ich habe vergessen, wie das Wort heißt, Plazentide oder Perzentide oder irgendwie so ähnlich. Die messen halt dann aus, wie viel größer dein Kind ist prozentual. Als der Durchschnitt. Richtig, ja. Meins war schon größer als andere und dann danach messen die halt, okay, das ist, du isst, glaube ich, zu viel Zucker, Toja Diebel. Und dann habe ich halt keinen Magen. Ach, haben die das darüber herausgefunden? Ja. Über die Größe? Also du hast gar nicht diesen Test gemacht, diesen Glucose-Dings-Test? Ich habe den ersten gemacht und der war negativ bei mir. Ach krass. Ah, der ist ja auch nicht so zuverlässig. Nee, der ist gar nicht zuverlässig. Du müsstest eigentlich halt Blutzucker messen, richtig. Und dann ganz am Schluss, das war dann auch so, weiß ich nicht, 7. Monat schon oder so, da war ich dann auch mal wieder beim Frauenarzt und hat er mich angeguckt und man so, ihr Kind ist viel zu groß. Also das geht gar nicht. Sie haben 100%ig Schwangerschaftsdiabetes. Bitte machen Sie jetzt einen Blutzuckertest. Und dann habe ich den gemacht und dann ist explodiert quasi. Ja, da musst du ja dann nicht so picken wie so Diabetiker, ne? Diabetikerinnen. Und musste ich mich jeden Tag ein paar Mal picken am Tag. Also, gut, dass du das nicht hast, so.
Ja, nee, mein Baby ist ein bisschen kleiner als Durchschnitt, aber nicht irgendwie groß auffällig. Du hast er ja gesagt, was ein Girl, ne? Ja, ein Girl. Ja, die Girls sind aber doch, glaube ich, immer ein bisschen kleiner, ja, oder? Und er hat auch gemeint, naja, sie sind ja auch keine Wuchtbrumme. Dann passt es ja. Hätte mich auch gewundert. Das sag ich auch so. Tell me more. Ach ey, ganz ehrlich, das ist auch so ein Ding, da darf man sich überhaupt nicht verrückt machen lassen, nee, weil die Kinder sind alle so krass unterschiedlich. Ja, also auch ich habe mich wegen meinem Bauch so verrückt gemacht, weil es halt wirklich lange gedauert hat, bis ich mal überhaupt einen Bauch gesehen hat. Und ich war im 6. Monat und Leute haben mir gesagt, ah, bist jetzt im 3. Monat oder was? Ja. Weil man sieht ja noch nichts und nicht so, hallo, das ist schon voll viel. Ja, aber guck dir Layla an. Hier, Layla von Besser als Sex damals, also ja. Layla Lowfire, auch Dschungelcamp-Mitstreiterin gewesen. Bei der hast du ja auch gar nichts gesehen, aber ewig lang nicht. Und die hatte auch damit zu kämpfen. Das ist ja auch scheiße, ja. Wenn du schwanger bist, dann müsstest du ja sagen, hä, was, bin seit einem halben Jahr schwanger. Ja, und aber ich muss jetzt sagen, rückblickend hätte ich das auch, also ich, naja, bei einer zweiten Schwangerschaft sieht man es wahrscheinlich, falls überhaupt eine in Frage kommt, wieder dann schneller. Aber ich finde, ich hätte das noch mehr auch, also, weil jetzt wird es halt auch anstrengend, umso größer der Bauch ist, du merkst halt einfach, es schränkt einen ein, so, du spürst es die ganze Zeit, dann kriegst du Sodbrennen, dann kriegst du keine Luft, dann ist, was weiß ich, dann tut das irgendwie weh, dann vergisst du das die ganze Zeit und stößt irgendwo gegen an, weil du irgendwie vergessen hast, dass da noch ein riesen Bauch ist und so. Und das war eigentlich auch ganz geil, dass ich halt noch im 6. Monat hier alles problemlos machen konnte und ja, das ist ja cool. Das ist cool. Also ich war ziemlich fett auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt echt auch mit Social Media richtig toxisch, weil ich dann auch natürlich andere, ich gucke dann natürlich nach dem Hashtag SSW, was weiß ich, 23 und gucke dann, wie sehen denn andere in dieser Schwangerschaftswoche aus und die sehen dann komplett anders aus und du denkst dir, oh mein Gott, stimmt irgendwas mit meinem Baby nicht, ist irgendwas mit mir falsch, ist das noch normal, bla 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 und warum ist das nicht so wie bei anderen und da kannst du dich echt verrückt machen. Also das ist. Also ich habe zum Beispiel den Geburtstermin nur Familie gesagt, weil ich selbst das nicht ertragen habe. Also natürlich wussten meine Freunde schon ungefähr, wann es kommt, ne? Genau. Aber also ich selbst diesen spezifischen Tag habe ich nicht gesagt, weil mich das selber am Schluss in den letzten 8 Wochen so krass genervt hat, dass ich dauernd irgendwie WhatsApp und bist du noch schwanger? Und wann kommt's? Und spürst du schon was? Und weißt du bist ja eh am Schluss von der Schwangerschaft, wenn du eh langsam merkst, okay, jetzt geht's langsam los, dann bist du ja eh selber schon so ein bisschen unsicher. Und ja, voll. Wenn dann die ganze Zeit dich jemand fragt, und, bist du noch schwanger? Also für mich war es mega schlimm. Ja, und deswegen rate ich auch jedem, diesen Termin nicht zu sagen. Nee. Und ich kann es auch deswegen 3-mal nicht verstehen, 10-mal nicht verstehen, wie diese ganzen Girls, die schwanger sind, die sollen das teilen, wenn sie schwanger sind und alles erzählen von ihrer Schwangerschaft auf Instagram. Aber dadurch versetzt man sich selber unter so einen krassen Druck, wie du es gerade erzählst, dass man es vergleicht. Oder selbst wenn das Kind draußen ist, was ist dann, dann sagt irgendeine andere unter deinem Bild, oh, das Kind ist aber ein bisschen dünn, oder? Und dann musst du dich rechtfertigen? Ja. Nein, mein Kind ist nicht dünn. Also warum liefert man sich dem freiwillig aus? Ich verstehe das nicht. Das halt gerade, also ist ja eh so, im Internet hat ja jeder seine Meinung und jeder brüllt die da auch gerne raus und hier bin ich und das ist meine Meinung. Und gerade beim Thema Kinder oder Schwangerschaft oder all das, was das so umgibt, so das geht ja jetzt schon los mit, als ich gesagt habe, ich würde gerne ins Geburtshaus gehen, so sagen Leute, ja, voll toll, ich habe mein Kind da bekommen, es war voll schön. Andere, nee, mach das auf keinen Fall, ist voll gefährlich, bla bla. Also jeder hat da so halt eine andere Meinung zu und im Endeffekt verunsichert das eigentlich nur. Ja, jeder Experte oder Expertin. Das ist wie, wenn du einen Hund hast. Die Hundebesitzer, Besitzerin, die wissen ja eh immer alles am allerbesten, was man einem Hund geben darf und was nicht und wie man den zu erziehen hat und wie nicht. Und das Gleiche ist bei vor allem bei Müttern auch. Die wissen ganz genau, warum Kinder keine Prämilch trinken dürfen oder warum man die bis zum 7. Jahr stillen muss. Warum Nuki verboten sein sollte. Also es ist wirklich krank, muss ich echt sagen. Ja. Also als das Kind draußen war und ich mich mit anderen Müttern unterhalten habe, tue ich zum Glück sehr selten, weil ich das einfach nicht ertrage. Ja. Aber ohne Scheiß, dieses rumkluge Scheiße, jeder weiß einfach alles besser. Wart's mal ab.
Genau, die ganzen Abmodis, die sind wirklich Horror. Sind wirklich, man muss aber auch manchmal so ein bisschen, muss ich selber aufpassen, dass ich nicht in diese... Ich merke es halt jetzt auch auf das Thema, wenn ich mich so langsam auf die Geburt und so vorbereite und ich informiere und bla bla bla, da sind halt, also das ist echt teilweise, also was die Leute sich da auch rausnehmen und dann dir irgendwie Angst machen oder dir sagen, wenn ich sage so, ich stelle mir das so vor und sage, ja, warte mal ab und so, das wird dann ganz anders kommen und ja, du wirst auch ganz laut schreien oder keine Ahnung, was für Sachen, du denkst dir nur so, das ist voll übergriffig gerade. Ja, ist lass auch, mich doch ist einfach meine Sache so machen. Du bist ja, das ist sowas Intimes und sowas Privates, was dann passieren wird. Und keine Ahnung, dass die Leute da meinen, sie haben irgendein Mitspracherecht oder so. Das finde ich echt, ich finde es auch schwierig, sich davor irgendwie so ein bisschen zu schützen oder so. Ja, keine Ahnung, eben zu sagen, ich will das nicht hören oder dass doch, die Leute das auch nicht. Richtig. Finde ich genau richtig. Weil ich habe auch einer Freundin dann irgendwann gesagt, weil da ging es dann irgendwie um PDA oder was weiß ich, um irgendwelche schmerzlindernden Möglichkeiten, die man hat während einer Geburt. Und die hat dann eben angefangen, naja, aber bei dir wird das aber auch so und so und so sein. Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, du, ich möchte nicht mehr drüber reden. Ja, ich glaube, das muss man auch machen. Man muss sich davon frei machen und ohne Scheiß, also ich gebe sehr, sehr wenige Tipps nur raus. Ein Tipp ist eigentlich nur, jedes Kind ist anders, jedes Kind entwickelt sich anders. Nicht alle Tipps gehen auf ein Kind und genauso ist es bei der Geburt, weil jede Geburt läuft anders. Ich habe Freundinnen, ey, da flutscht das Kind in 2 Stunden raus. Es gibt andere, die 40 Stunden im Kreißsaal liegen. Manche haben super Schmerzen, manche sagen, ach ja, ey, und alle, also fast alle schaffen es irgendwie. Ja. Man darf sich, finde ich, da, man sollte Respekt haben, aber also Angst finde ich absolut Fehler am Platz, jemanden zu machen. Ja, und ich denke, wenn, dann sollte man sich auch halt eben mit Leuten, mit der Hebamme oder mit Fachpersonal oder so, bei Fragen, dann fragt man die und nicht irgendwelche Leute, die mal gehört haben, dass es bei dem Nachbarn und da von der Cousine so war. Das ist einfach, glaube ich, unnötig. Aber das ist mir echt aufgefallen, dass das so, die Leute da auch gar nicht verstehen, dass es voll übergriffig ist, einfach solche Kommentare loszuwerden oder so zum, das sind auch oft dann Leute, die selber noch nie gebärt haben, die dann so sagen, so, ja, aber dann, da ist es ja dann auch so und so und das passiert ja dann auch. Und du denkst dir so, ja, woher willst du das überhaupt wissen? So. Ja, wie du es sagst, es ist eine sehr persönliche Sache. Ich für mich habe zum Beispiel sehr viel versucht, mich darauf vorzubereiten, also auf die Geburt selber. Und letzten Endes war ab der ersten Wehe alles anders, als ich mir vorgestellt habe. Also es kommt, wie es kommt. Und ich bin ein sehr naturbelassener Mensch, was sowas angeht. Ja. Und ich bin der Meinung, dass unser Körper dafür gemacht ist, Kinder zu bekommen. Oder die meisten zumindest. Und ich finde, man macht auch super viel so instinktiv. Und der eigene Körper, wenn man auf seinen Körper hört und achtet, dann versteht, also dann geht das schon. Voll, ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man sich da auf sich besinnt und eben nicht. Aber halt, wenn so viele Leute dir was sagen, so dann passiert es halt schnell, dass du dann eher in deinem Kopf bist und eher dann denkst so, aber jetzt hat doch die Person das gesagt und welches, keine Ahnung. Also ich kann ein Beispiel nehmen, da kann ich vielleicht ein paar Leuten die Angst nehmen. Ich hatte super viele Freundinnen, die zu mir gesagt haben, du musst das und das und das machen, weil sonst hast du einen Dammriss. Ja. Und ich hatte echt vor nichts mehr Angst als einen Dammriss. Also das war für mich so auf der Liste ganz oben, es darf alles passieren, aber kein Dammriss, weil dann ist da unten alles kaputt. So habe ich gedacht. Und dann war die Geburt vorbei. Also ich habe jetzt sehr viel übersprungen. Dann war die Geburt vorbei und 8 Wochen später war ich beim Frauenarzt und der fragte dann, und Frau Diebel, und wie lief die Geburt? Und habe ich das dem erzählt und dann meinte, und wie war der Dammriss? Und dann meinte ich so, ich hatte ja keinen, also weiß ich jetzt auch nicht, wie der war. Und der so, dann schaut er so auf den Zettel und sagt so, also hier in dem Bericht steht, sie hatten einen sehr schwierigen Dammriss. Und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Also, weißt du, das ist genau das, dass
ich hatte so viel Angst davor, weil ich so viele Horrorgeschichten gehört habe, aber ich wusste es nicht mal. Ja, gut, das beruhigt mich. Nee, also ich glaube, man macht sich da einfach nur wahnsinnig viel Angst dann. Ja, also ich habe, das ist halt eine Sache, die man, glaube ich, einfach erleben wird. Und also ich komme ja nicht dran vorbei. Und nee, schwierig. Ja, und das Kind kommt raus. Ja, und es wird funktionieren. Also ich bin da eigentlich, denke ich mir auch, keine Ahnung, es haben schon so viele Frauen vor mir geschafft und es werden noch so viele nach mir machen und ich kriege das schon hin. Ja, aber es ist krass, wie allgegenwärtig ist. Also ich habe gerade so ein Flashback, weil ich natürlich genau weiß, wie man sich da so ein bisschen, also nicht genau so werde ich mich nicht gefühlt haben, aber natürlich dieses Grundgefühl der Vorbereitung der Geburt. Das weiß ich schon noch, wie das war. Ja, weil man auch irgendwie gar nicht, also das ist ja das, man weiß ja nicht, wann es dann wirklich soweit ist. Also es kann ja sein, dass ich noch ewig viel Zeit habe. Und es kann aber auch sein, dass es nicht mehr so viel Zeit ist. Und das ist halt, das ist aber auch, glaube ich, das, was ich an der Schwangerschaft mit am schönsten finde, dass man so irgendwie nichts planen kann und das irgendwie ganz cool ist, weil sonst bin ich eher so, ja und dann und hier und das. Und jetzt bin ich halt so, naja. Keine Ahnung, ich bin zu Hause, eh so oder so. Und wenn es halt geht, dann ist es halt so. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man mal dieses Timing auch so ein bisschen abgibt oder halt einfach sich darauf einlässt und schaut, wo geht die Reise hin und wie wird das alles? Und das finde ich voll. Also, weil wann hast du das sonst im Leben, außer eigentlich bei sowas? Weil sonst ist es ja immer so. Keine Ahnung, selbst wenn du sagst, ich machst jetzt 4 Wochen Urlaub und dann kommt irgendwie das Dschungelcamp und sagt, du kriegst 500.000 Euro, wenn du da hingehst, dann sagst du, okay, dann mach ich vielleicht nur 2 Wochen Urlaub und 2 Wochen Dschungelcamp. Und dann plant man sich das so ein. Aber wenn du sagst, so, nee, ich habe jetzt dann und dann eine Geburt bevorstehen, dann kann ich jetzt halt nicht in den Dschungel, dann muss ich nicht so sagen oder so. Also, dass man einfach so eine Sache hat, die so krass lebensverändert ist und auch wichtig irgendwie. Und wichtiger auch. Ja, genau, als alles andere. Das ist irgendwie total verrückt. Also, dass man da auch so ein bisschen lernt, sich selbst irgendwie auch ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und zu sagen, ja, meine Bedürfnisse sind jetzt und die des Kindes ja irgendwie dann auch wichtiger als andere Sachen. Einfach. Total. Also, ich war zum Beispiel absolut handysüchtig, quasi angewachsen an meine Hand, das Handy. Und ab dem Tag der Geburt war das nicht mehr so. Also, ist bis jetzt auch nicht mehr so. Weil, also nicht, weil ich einfach so unfassbar viel zu tun habe und die ganze Zeit mich ums Kind kümmern muss, sondern mir war das egal. Also mir war Social Media, natürlich, ich liebe meine Followers, aber die Prioritäten ändern sich einfach. Ab dem Tag eigentlich, wo dieses Ding da ist. Das ist schon abgefahren. Ja, ist auch crazy, dass es da nochmal eine fremde Person oder eine dritte Person braucht oder eine Zeit oder wie auch immer, die dann irgendwie so sagt, so, und jetzt ist alles anders. Also, dass das manchmal auch von außen so braucht irgendwie, das ist irgendwie ganz spannend. Es ist auf jeden Fall ein crazy, crazy Abenteuer. Also, ich habe lange, ich weiß nicht, hört man das eigentlich, Lachen die ganze Zeit im Hintergrund? Ja, ein bisschen. Ist das Lachen rein? Ich weiß es nicht. Ja. Es lacht. was wollte ich sagen? Siehst du, wie mein Kind mich aus dem Konzept... Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr, weil ich habe einen Schwangerschaftshirn, deswegen kann ich nicht mehr... Ohne Scheiß, das war so geil. Schwangerschaftsdemenz und noch schlimmer für mich, war die Stilldemenz. Wird noch mal besser. Ey, wenn ich das Kind an der Brust hatte, dann konnte ich mir eine Frage stellen, ich konnte überhaupt nicht antworten. Ich war so, was? Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie das wäre, wenn so Schwangerschaftsdemente und Stilldemente so Tabu miteinander spielen. Die eine so, erklär mal Haus. Haus, du sollst nicht den Begriff sagen. Was, aber so ist es. So ist es. Wirklich? Nein, jetzt ist es ja schon ein paar Monate drauf. Ich still zwar noch, aber jetzt habe ich diese Stilldemenz nicht mehr. Aber am Anfang ist es halt richtig krass, weil irgendwie... Ich müsste jetzt jemand erklären, der sich damit wissenschaftlich auskennt, aber wenn die da halt die Milch aus dir raussaugen, dann saugen die auch irgendwie alle. Es ist so krass. Das ist wirklich, man wird so richtig auch ein bisschen high davon, auf jeden Fall. Habe ich auch schon öfter gesehen.
das Stillsein, okay, so ein bisschen, Stillsein, das Stillen so ein bisschen high macht. Ich bin gespannt. Meine Brust ist schon bereit, by the way. Wirklich? Ja. Was bedeutet das? Ja, naja, das ist schon, ich merke, also ja, die ersten Tröpfchen sind gefallen. Wirklich? Ja. Krass, bei mir hat das voll lang gedauert. Ja, das ist schon crazy. Ist cool. Ich habe mich voll gefreut. Ja. Fashion. Ich war auch so, good job, Team. Ja, dann kannst du ja kommen. Die Milch ist kaltgestellt sozusagen. Ja, ich glaube, das ist auch, weil ich einen Hund habe. Und wenn ich den dann so doll kuschel, dann glaube ich, ist es schon wie so ein Baby, weißt du? Dann ist schon so, jetzt geht's los! Das ist echt so. Also gerade am Anfang musste ich auch mal aufpassen, gerade wenn ich so also andere Babys, wenn ich die gesehen habe, auch im Fernsehen oder so, kriegst du direkt Milcheinschuss. Das war richtig krass. Crazy. Das ist völlig ballaballa. Ja. Ah. Das wird echt spannend. Ich freue mich aber drauf. Also kannst du auch. Also ich muss sagen, mich hat das angefixt. Also ich kann mir, ich glaube nicht, dass es bei mir bei einem bleibt. Stimmt, du schreibst mir ja immer, wenn ich eine Story zu meinem Baby mache. Ja, es ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so was Schönes in meinem Leben erlebt, also wie ein Kind. Das ist einfach das Allerschönste. Und ich bin sicherlich jetzt nicht so die, also wie soll ich sagen, ich habe mit 16 nicht in mein Poesiealbum reingeschrieben, mein größtes Goal in Life ist, Mutter zu werden. Ne? Also, ja. Ich habe immer noch meine anderen Interessen und ich habe auch sehr schnell wieder gearbeitet. Aber ich muss echt sagen, das ist echt für mich, für mein Leben ist es das Schönste, was ich je erlebt habe. Ja. Wenn ich hätte ich einen Sturzbach geheult, glaube ich. Das mache ich jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist. Warst du emotional? Ja, immer wieder, ja schon. Also ich bin schon empfindlicher und aber ich bin auch schon immer ein sehr emotionaler Mensch, deswegen ist es jetzt nicht so der krasse Unterschied, aber ja. Ich bin mal gespannt, es ist ja auch was eine Sache, spannend wird, wenn das Kind dann da ist, da fallen ja manche auch so voll in so eine Depression und sowas nach der Schwangerschaft und so. Das wird ja auch, sehr spannend, wie weil dir die Hormone einfach zack von einem Tag auf den anderen komplett anders sind und weg und da und was weiß ich. Also ja, das ist halt so krass, weil das ein Thema ist, auf das ich zum Beispiel überhaupt nicht vorbereitet war. Weil ich dachte, wenn das Kind rauskommt, ist die Schwangerschaft vorbei. War für mich logisch. Ich wusste schon, dass man dann auch ein bisschen Bauch hat und so und das ist der Rückbildung und so, aber dass es hormonell ewig dauert, ich bin da immer noch drin. Also der Arzt meinte zu mir, weil ich dann irgendwann meinte, wann hört es dann endlich auf? Meinte, Kind kommt 9 Monate und geht 9 Monate. Und geht 9 Monate, ja, das habe ich auch gehört. Das ist wirklich richtig, richtig krass, muss ich wirklich sagen. Ja, warte mal, ich muss mal mich selber sehen, damit ich es zeigen kann. Ja, jetzt sehe ich mich selber. Warte, ich hatte so richtig krasse Geheimratsecken und jetzt, hier sieht man, jetzt wachsen mir Babyhaare nach. Süß. Ah ja, stimmt, aber in der Schwangerschaft verliert man ja keine Haare und dadurch werden die dann so voluminös und danach geht es dann weg, oder was? Ja. Genau, also ich habe auch solche Haare gehabt während der Schwangerschaft, weil die ja nicht mehr ausfallen, wie du gerade sagst. Und dann bei dem Hormonabfall fallen dir diese zu vielen Haare aus und eventuell auch noch mehr. Also gerade an so Stellen wie hier oder so, ne? Okay. Muss ich mir doch wieder ein Pony wachsen lassen und schneiden lassen. Aber ich hatte ja nur noch so Fäden im Pony. Ich hatte ja gar nicht einen richtigen Pony, ich hatte nur noch so Streifen, wie so ein Depp. Aber das fand ich richtig krass, dieser ganze Hausfall, die ganze Wohnung, überall, wo ich war, waren Haare im Essen, überall. Ich war wie so, du konntest sehen, wie bei mir wäre im Laufen die Haare so weg. Richtig krass, ne? Und jetzt wächst es aber wieder nach, aber das wusste ich auf jeden Fall nicht. Also, dass der Körper so lange braucht, um sich zu regenerieren. Das ist wirklich abgefahren. Ja, aber ja, ist ja auch okay. Man hat ja dann dieses Wochenbett und die Zeit danach, um sich auch ein bisschen zu erholen. Ne? Ja, man hat andere Sorgen. ohne Scheiße, mir ist es auch mittlerweile so egal geworden. Habe ich halt hier keine Haare mehr, ist doch mir egal. Das merke ich aber auch schon, dass es mir echt
vieles egaler geworden ist. Also es wird, glaube ich, noch krasser dann, aber es ist einfach, ja, ist irgendwie alles so, die, man setzt es nochmal in Relation zueinander, viele Sachen. Ja. Und dann denkst du dir so, ach, da hätte ich mir jetzt voll viel Gedanken drüber gemacht oder so. Und es ist so. Ey, das ist auch okay. Es gibt nichts Schlimmeres als, ich meine, das ist natürlich jetzt auch so ein Generationending. Ich kenne das aber noch von meinen Eltern und Großeltern, die dann sagen, ja, aber dann darfst du dich aber nicht so gehen lassen. Also das sind die Schwangerschaftskilos, die müssen dann aber schon wieder runter. Das geht ja gar nicht. Oder nach 2 Monaten. Und hast du schon Gymnastik gemacht? Also ganz ehrlich, also die ersten 4 Wochen, sage ich mal, war ich so, ist doch gar nicht schlimm. Also Kind schläft doch eh die ganze Zeit. Also ich kann auch alles machen, was ich will. Aber als es dann so ein bisschen älter war, ey, ganz ehrlich, ich war froh, wenn ich mal ins Spa gehen konnte. Und das Spa war für mich Zähne putzen und Deo drauf machen. Also alleine diese 2 Minuten der Stille, der Einsamkeit mit meiner Deo-Sprühflasche und meiner Zahnbürste, das war mir schon genug. Weil man hat echt andere Probleme, als irgendwie drauf zu achten. Bist du nicht um 6 Uhr aufgestanden und hast erstmal ein Workout gemacht? Ich war sicherlich um 6 Uhr morgens wach, aber ja, du hast kein Workout gemacht. Ja. Also ganz ehrlich, das ist mir bis jetzt so wurscht. Also total egal. Und wenn man, ich hatte komischerweise in den ersten 4 Wochen nach der Geburt, hatte ich voll das Bedürfnis, mich krass zu schminken immer. Ja, you do you. Ja, und dann war das so 3 Monate weg, dieses Bedürfnis. Und dann habe ich mich auch nicht mehr gewaschen. Ja. War mir einfach überbewertet. War einfach nicht mehr aktuell, das Thema. Ja, und jetzt. Aber das kommt das wieder zurück. Also ab und zu wasche ich mich mittlerweile schon. Und geschminkt bist du ja auch. Ich habe mich heute auch extra hübsch gemacht. Ja, voll. Du hast auch so ein bisschen rötlichen Lidschatten da drauf, den unsere Mütter nicht mögen, ne? Ja, richtig. Naja, der ist heute rosa. Aber meine Mama hat mir letztens wieder Feedback gegeben und gesagt, da hatte ich einen anderen Lidschatten, den fand sie auch nicht gut. Welchen denn? So, wenn ich zu rosa, das mag ich eigentlich. Und dann habe ich einen Kommentar bekommen, aber ich glaube nicht, dass den meine Mutter geschrieben hat, aber der war so ähnlich. Der war so, die Lidschattenfarbe tut gar nichts für dich. Ja, oh, geil. Es wäre aber gut, weißt du, was geil gewesen wäre, wenn der Kommentar von deiner Mutter gekommen wäre, vom Fake-Account, jetzt sich so ein Fake-Account gemacht und wir. Damit schreibt sie mir Hate-Kommentar. Ja. Nee. Da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht in. Also, nee. Bekommst du da viel von, so Hate-Kommentare? Das ist immer phasenweise so. Das kommt immer drauf an, wenn andere große Reaction-YouTuber auf meine Sachen reagieren, dann kommt die Hate-Welle und dann wird es ganz eklig. Aber Stopp, ich bin da überhaupt nicht drin in dieser. Nee, das ist auch ein Thema, das können wir jetzt, wenn wir das jetzt aufmachen, dann sind wir morgen noch da. Hätte mich so interessiert. Vielleicht ja das nächste Mal, da können wir über Hate-Kommentare sprechen. Und und Reaction, weil ich muss das ja auch erst kennenlernen. Vielleicht wäre ich große YouTuberin, you never know. Ja, fände ich gut. Ich würde es abonnieren sofort. Ich mache ja auch Reaction-Videos. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich mache dann auch Reaction-Videos. Du reactest einfach auf alles Mögliche. Ach so, also jetzt auch auf das, was wir gerade machen? Ja, du könntest ein Reaction-Video zu unserem Video machen. Aber dann kannst du immer wenn alles, was. Ja, genau. Und dann immer alles, was du selbst sagst, sagst du immer so: Boah, die ist so schlau, ne? Das ist voll weise, was die gesagt hat. Und wenn ich was sage, sagst du dann so: Boah, kann ich nicht mal ihre Klappe halten? Das ist eine tolle Idee. Und ich mache und dann sagst du auch so: aber der Lidschatten, der steht dir halt wirklich nicht. Jetzt glaub doch mal dem Kommentator. Ja. Das stelle ich mir sehr gut vor. Da haben wir doch einen Plan, Mirella. Das machen wir. Wir sagen noch Bescheid, wann und wie und wo. Ja. Das nächste Mal. Ja. Aber es war mir auf jeden Fall eine Freude. Schaut bei Toya Girl auf Instagram. Toya Girl. Vorbei. Schaut bei mir vorbei. Mirella. 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 Wie man in Frankreich sagt. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Ist Mirella italienisch oder aus Fränkisch? Also der Name, wo kommt der her in deinem Mirella. Fall? Keine Ahnung. Ich glaube, es hat irgendwas Italienisches an sich, aber meine Eltern sind beide keine Italiener. Die sind einfach nur kreative Menschen, die sich irgendwas ausgedacht haben. Weil, das kann ich jetzt zum Schluss noch erzählen, dass der Name Mirella ist genauso wie Toya übrigens. Also
Mirella und ich kommen ja beide aus Franken, aus Nürnberg. Und da kam die Deuer. Die Deuer. Meine Großmutter, Deuer. Was ist denn das für ein Name? Deuer, so hast du doch keine. Und woher kommt Deuer dann? Deuer? Ja. Mein Vater hat einen unfassbar schlechten Musikgeschmack und war Fan von einer Toya Wilcox, einer Pop-Punk-Queen so aus den 80er, 90ern aus UK. Und die hieß Toya und deswegen hat er die tolle Idee, weil er so verliebt in die war, dass meine Mutter doch mich so nennen soll. Toya. Genau. Geil. Und deswegen musste ich so lachen bei deinem Namen, weil Mirella ist ein wunderschöner Name, aber jetzt für Franken und Fränkinnen ist es natürlich ein Name, der kaum auszusprechen ist. Weil Mirella. Weil die alleine die Zunge kann überhaupt nicht im Mund bleiben, während man diesen Namen, das ist ja Mirella. Die kommt ja so ganz weit raus. Mirella. Ah! Mirella. Mirella, komm her. Der Baba hat gerufen. Die Deuer. Ja, stimmt. Wir haben echt richtig. Du kannst nicht machen. Die Mirella und die Deuer, die machen halt so ein YouTube-Video. Kommst du mal her und schockst dir das an? Das ist fürchterlich. Gut. Haben ja, wir haben. Tolle Eltern, die haben alles richtig gemacht. 10 out of 10. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Mir auch. Ich glaube, der Livestream wird dann von jemand anders beendet, weil wir beide sind. Und wir verabschieden uns und winken einfach ganz lange, bis es dann vorbei ist. Und reden jetzt nicht über unsere Privatsphäre.